Vielleicht ganz kurz am Anfang, um was geht's heute im Endeffekt im Zentrum aus Ihrer Sicht? Es geht um den ersten Schritt zu einer Gesundung der Lufthansa. Die ist ja wie alle Fluglinien extrem betroffen von der Corona-Krise. Jetzt geht es darum, dass sie erstmal genug Geld hat, um weiterzufliegen und sich auch im Wettbewerb wehren zu können. Weiteres besprechen wir nachher, meine Damen und Herren, und damit gehen wir rüber nach Frankfurt. An die Wiedergründung der Lufthansa in 1955 und die Privatisierung in 1997 anschließt. Diese besondere Bedeutung hat sich durch die gestern bekanntgegebene Entscheidung unseres Großaktionärs Hans-Hermann Thiele, dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zuzustimmen, nicht geändert. Lufthansa blickt auf die Jahre 2017 bis 2019 als die erfolgreichsten ihrer Unternehmensgeschichte zurück. Umso bitterer sind für uns alle die verschuldeten und unvermeidbaren Folgen der Corona-Krise. Mehrere Wochen lang konnten wir praktisch überhaupt nicht mehr fliegen. Auch heute noch stehen über 80% unserer Flugzeuge am Boden. Eine schnelle Rückkehr zum Status pre-ante ist ausgeschlossen. Ja, eine Rückkehr zur Größe vor der Krise ist derzeit ebenfalls nicht absehbar. Wir haben kein Geld mehr. Bis heute leben wir von den Reserven, die wir in den guten Jahren zurückgelegt haben. Bald werden wir aber das meiste aufgebraucht haben. Ohne Unterstützung droht in den nächsten Tagen die Insolvenz. Bislang brauchten wir keine Insolvenz anzumelden, da wir über eine Fortführungsprognose verfügten und die aktuelle Gesetzgebung uns einen gewissen Schutz bot. Wenn Sie nun in dieser Hauptversammlung einer Beteiligung des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds an der Lufthansa zustimmen, können wir in unserer heutigen Aufstellung an der Genesung Ihrer Lufthansa arbeiten, an alte Erfolge anknüpfen. Es wird dann keine Insolvenz geben. Der Aufsichtsrat steht als Organ der Gesellschaft in der Verantwortung, die Insolvenz abzuwenden. Und daher hat der Aufsichtsrat trotz zahlreicher Bedenken im Einzelnen dem Beschlussvorschlag des Vorstands zugestimmt. Und der Aufsichtsrat bittet damit auch Sie, die Aktionäre, um Zustimmung. Das vorgelegte Konzept bietet für die nächsten Jahre die Sicherheit des Überlebens. Und es bietet gleichzeitig zumindest eine Möglichkeit, unsere führende Position im internationalen Wettbewerb zurückzugewinnen. Lassen Sie mich aber auch klarstellen, anders als bisweilen dargestellt und anders als in einer Reihe von anderen Ländern erhält Lufthansa vom Staat keinen nicht rückzahlbaren Zuschuss. Sicher, unser Kapital wird erhöht, allerdings zu einem Kurs, der weit unter dem aktuellen Börsenkurs liegt. Und insgesamt sind die finanziellen und strukturellen Belastungen aus diesem Paket erheblich. Für den Staat ist es ein durchaus lukratives Geschäft. Das freut uns als Steuerzahler. Für uns als Lufthanseaten ist es aber eine beträchtliche Belastung. Das sogenannte Stabilisierungspaket ist also nicht die Lösung der Krise. Es verschafft dem Unternehmen allein den nötigen Raum und Zeitgewinn, die Krise selbst zu bewältigen. Die Konsequenz: Lufthansa wird sich stark restrukturieren müssen. Vor diesem Hintergrund wird es darauf ankommen, dass der Staat und Lufthansa die originären Zielsetzungen der vorgeschlagenen Beteiligung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds klar im Fokus behalten und nicht vergessen. Das waren und sind: Erstens, der Einstieg des Staates dient nur der Stabilisierung der Lufthansa. Der möglichst schnelle Ausstieg des Staates nach erreichter Stabilisierung ist Teil unserer gemeinsamen Geschäftsgrundlage. Zweitens, es wird keine politischen Eingriffe in das Geschäft der Lufthansa geben. Und drittens, das Unternehmen wird an seiner Verantwortung für alle Stakeholder festhalten. Für die Aktionäre, die Mitarbeiter, für die Kunden und auch für Gesellschaft und Umwelt.
Denn der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Und das kann man sehr gut an der Entwicklung der Lufthansa vor und nach 1997 ablesen. Hätten wir uns nun ein anderes Vorgehen des Staates gewünscht? Eindeutig ja. Hätten wir uns ein anderes Sicherungskonzept gewünscht? Eindeutig ja. Wenn Sie aber, wie wir, die Verantwortung für 140.000 Mitarbeiter tragen und über keine Alternativen verfügen, dann ist das, was Sie in Verhandlungen erreichen können, sehr begrenzt. Mehr als das, was der Vorstand erreicht hat, war aus Sicht des Aufsichtsrats jedenfalls nicht durchsetzbar. Der Vorstand hat in den vergangenen Wochen lange und intensive Verhandlungen mit den Vertretern der Bundesregierung geführt. Die Verhandlungen waren inhaltlich schwierig und litten zusätzlich unter den Einschränkungen der Corona-Krise. Sie wurden unter hohem Zeitdruck geführt und haben eine Reihe unserer Mitarbeiter über die Belastungsgrenze hinaus beansprucht. Es war in den letzten Wochen in jeder Hinsicht eine Achterbahnfahrt der verschiedensten Themen und ein andauerndes Wechselbad der Gefühle. Und manchmal mussten wir während der Fahrt sogar noch die Achterbahn wechseln. Ich möchte mich daher im Namen des gesamten Aufsichtsrats beim Vorstand und allen unseren involvierten Mitarbeitern bedanken. Sie haben Großartiges geleistet. Der Vorstand, die Führungskräfte und vor allem unzählige unserer tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben darüber hinaus während der schweren Zeit des Shutdowns und dem aktuellen Restart ebenso Großartiges geleistet. Und sie tun es trotz der Unsicherheit weiterhin. Auch denen gilt mein Dank. Und ich möchte auch denjenigen Mitarbeitern danken, die gerne gearbeitet hätten, es aber nicht konnten und die in mannigfacher Weise ihre Solidarität mit diesem tollen Unternehmen bewiesen haben. Ich will Ihnen ein Beispiel dafür geben. Als Austrian kürzlich den Flugbetrieb nach mehreren Wochen wieder aufnahm, kamen morgens um 5 Uhr früh Hunderte von Mitarbeitern in Uniform zum Flughafen, um ein Spalier des Willkommens für die ersten Fluggäste zu bilden. In welchem Unternehmen findet man so ein Miteinander? Unser großer Dank gilt daher unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das beharrliche Durchhalten in der größten Unsicherheit und den vollen Einsatz gegen alle Widrigkeiten. Ich bin tief beeindruckt, wie viel positive Stimmung und Zuversicht weiter besteht. Und wie ich auch gestern in der Kundgebung von Mitarbeitern vor dem Lufthansa Aviation Center erlebt habe, bei der ich mich dank Corona-Maske unerkannt einreihen konnte. Und auch heute Morgen haben wir eine weitere Demonstration der Solidarität unserer Mitarbeiter erlebt. Wir packen das. Ich fahre nun mit meinen technischen Erläuterungen fort, die ja leider immer bei der Leitung einer solchen Hauptversammlung erforderlich sind. Vielleicht kann der Gesetzgeber es mal irgendwann möglich machen, dass man diese ganzen technischen Erläuterungen nicht in dem Teil vorlesen muss, wenn ein Abgeordneter zuhört, auch hier ist Handlungsbedarf. Die Rahmenvereinbarung, also jetzt geht's los, ne? Die Rahmenvereinbarung über die Stabilisierungsmaßnahmen wurde mit der Einberufung der Hauptversammlung auf unserer Webseite bekannt gemacht. Weiß eigentlich jeder, aber diese Rahmenvereinbarung mündet in den von ihr genannten Rahmenvertrag und die Verpflichtungserklärung, die nach ihrer Unterzeichnung auf unserer Homepage veröffentlicht wird. Die Hauptversammlung wird in voller Länge über unseren Online-Service übertragen. Informationen zu den Zugangsdaten für den Online-Service finden Sie in der Einberufung. Bis zum Beginn der Beantwortung der Übertragung erfragen ist die Hauptversammlung allen interessierten Zuschauern im Internet zugänglich. Die für die Live-Übertragung notwendigen technischen Vorkehrungen haben wir zusammen mit dem von uns beauftragten Dienstleister sorgfältig geprüft. Wir sind davon überzeugt, dass die virtuelle Hauptversammlung technisch ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Der Notar hat sich die Technik ebenfalls im Detail erläutern lassen, sich von den technischen Vorkehrungen selbst ein Bild gemacht, Juristen können eben alles, und keine Einwendung erhoben.
Die Stimmrechtsausübung erfolgt, wie in der Einberufung dargestellt, ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Angemeldete Aktionäre haben die Möglichkeit, noch bis zum Beginn der Abstimmung über unseren Online-Service oder per E-Mail an die in der Einberufung angegebene E-Mail-Adresse per Briefwahl abzustimmen. Oder alternativ, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisungen zu erteilen. Ich werde Ihnen im weiteren Verlauf dieser Hauptversammlung rechtzeitig den Zeitpunkt ankündigen, zu dem keine Ausübung des Stimmrechts mehr möglich sein wird. Fragen waren bis spätestens zum 22. Juni dieses Jahres, 24 Uhr, über den Online-Service einzureichen. Während dieser Hauptversammlung können keine Fragen und auch keine Anträge gestellt werden. Die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung mit der Tagesordnung, dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, den weiteren vorgeschriebenen Angaben, ist am 3. Juni 2020 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden. Ich stelle damit fest, dass die heutige außerordentliche Hauptversammlung form- und fristgerecht einberufen worden ist. Ein Ausdruck aus dem Bundesanzeiger liegt dem Notar vor und wird von ihm der Niederschrift als Anlage beigefügt. Nach der Erklärung des Vorstandes wurden die nach § 125 Aktiengesetz vorgeschriebenen Mitteilungen dem dort genannten Personenkreis form- und fristgemäß mitgeteilt oder gemacht vielmehr. Ich stelle fest, dass die erforderlichen Unterlagen einschließlich der erwähnten Rahmenvereinbarung seit Bekanntmachung der Antragung und auch während dieser außerordentlichen Hauptversammlung zur Einsichtnahme über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich sind. Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung können bis zum Ende der Versammlung über den Online-Service zur Niederschrift des Notars erklärt werden. Der Notar hat sich von der ordnungsgemäßen Funktionsweise und Zuverlässigkeit des Systems überzeugt. Das Teilnehmerverzeichnis, das mangels physischer Präsenz von Aktionären lediglich die hier vor Ort anwesenden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausweist, ist zusammen mit weiteren Angaben zur Präsenz über den Online-Service einsehbar. Meine Damen und Herren, wir treten nun in die Erledigung der Tagesordnung ein. Ich rufe den einzigen Tagesordnungspunkt auf, dessen vollständiger Wortlaut ist in der Einberufung zur Hauptversammlung enthalten, im Bundesanzeiger am 3. Juni 2020 veröffentlicht. Wir haben Ihnen den vollständigen Wortlaut der Tagesordnung zudem mit der Einberufung zukommen lassen. Dies ist auch während dieser Veranstaltung bei unserer Internetseite abrufbar. Daher setze ich die Tagesordnung grundsätzlich als bekannt voraus und sehe davon ab, den Wortlaut des gesamten Beschlussvorschlages an dieser Stelle zu wiederholen. Der einzige Tagesordnungspunkt heißt wie folgt: Beschlussfassung über Stabilisierungsmaßnahmen und dem Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz zur Rekapitalisierung der Gesellschaft, bestehend aus einer Kapitalerhöhung um 306.044.326,40 € gegen Bareinlagen. Unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 7 Wirtschaftsstabilisierungsbeschleunigungsgesetz, der Einräumung eines Umtauschrechts zugunsten des Wirtschaftsstabilisierungsfonds für die stille Anlage 2a sowie über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 7a Wirtschaftsstabilisierungsbeschleunigungsgesetz. Das könnte man auch gute Lufthansa-Gesetz nennen oder starke Lufthansa-Gesetz. Das war das bedingte Kapital 2020 römisch 2. Satzungsänderung und die Einräumung eines Umtauschrechts zugunsten des Wirtschaftsstabilisierungsfonds für die stille Anlage 2b sowie die bedingte Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 7a Wirtschaftsstabilisierungsbeschleunigungsgesetz. Klammern bedingtes Kapital 2020 römisch 3, eine Satzungsänderung. Das war es erstmal. Ich bitte nun um Herrn Spohr um Erläuterung der geplanten Maßnahmen. Bitte, Herr Spohr. Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre, auch ich begrüße Sie herzlich zu dieser außerordentlichen Hauptversammlung. Herr Dr. Klei hat es soeben schon gesagt. Heute haben wir nur einen einzigen Tagesordnungspunkt, allerdings mit gewaltiger Tragweite. Im Beschlussvorschlag sind drei Stabilisierungsmaßnahmen ausgeführt, die uns von der Bundesregierung
und dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zugesagt worden sind. Wir bitten Sie heute um Ihre Zustimmung dazu. Und damit bitten wir Sie um nichts weniger als um Ihre Zustimmung zur Rettung der deutschen Lufthansa. Das ist ohne Zweifel ein historischer Moment für unser Unternehmen. Es ist nicht die erste Krise für die Lufthansa. Unsere Unternehmensgeschichte ist geprägt von Höhen und Tiefen. Im Jahr 1926 wurde die alte Lufthansa in Berlin gegründet. Sie entwickelte sich schnell zum Pionier der Luftfahrt. Im Zweiten Weltkrieg musste der Flugbetrieb eingestellt, das Unternehmen liquidiert werden. Erst 10 Jahre nach Kriegsende, im Jahr 1955, durfte die neue Lufthansa wieder an den Start gehen. 1997 wurden wir zu 100% privatisiert. Heute ist die Lufthansa Group Europas führende Airline-Gruppe. Wir stehen im Wettbewerb zu den größten Luftfahrtkonzernen der Welt in den USA, China und im Golf. Die vergangenen 3 Jahre waren die erfolgreichsten unserer Geschichte. Doch Anfang des Jahres wurde diese Erfolgsgeschichte durch die Folgen der Corona-Pandemie abrupt unterbrochen. Wie alle Airlines weltweit wurden auch wir unverschuldet und unvermittelt von einer tiefen Krise erfasst. Und ich denke, ich spreche für alle Lufthansa-Arten, genauso wie für unsere Kunden und Partner und nicht zuletzt für Sie, unsere Anteilseigner und Investoren, wenn ich sage, diese Situation schmerzt uns zutiefst. Erst vor wenigen Wochen habe ich zu Ihnen, den Aktionärinnen und Aktionären, gesprochen. Bei der Hauptversammlung im Mai hatte ich Ihnen 3 Phasen vorgestellt. Das Grounding, den Restart und die Phase des New Normal. In der Zeit des Groundings stand nahezu unsere gesamte Flotte am Boden. Zu unserer aller Erleichterung haben wir diese Phase inzwischen hinter uns gebracht und bei allen Airlines der Gruppe mit einem Restart begonnen. Nach und nach öffnen sich die Grenzen wieder. Erst vor wenigen Tagen haben unsere Airlines ihre Flugpläne erneut deutlich ausgeweitet. Rund 2000 Verbindungen pro Woche bieten wir inzwischen wieder an, zu mehr als 130 Zielen weltweit. In den kommenden Monaten bauen wir unsere Flugpläne weiter kontinuierlich aus. Tatsache ist aber auch, wir werden den Restart aus eigener Kraft nicht erfolgreich fortsetzen können. Wie jede andere global agierende Airline sind wir auf staatliche Unterstützung angewiesen. In unserem Fall auf das Stabilisierungspaket von Bundesregierung und Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Es beinhaltet Kredite, stille Beteiligung sowie eine Aktienbeteiligung. Insgesamt hat es einen Umfang von rund 9 Milliarden Euro. Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission haben gerade heute dieses Paket genehmigt. Ein Teil dieser Maßnahmen bedarf allerdings noch der Zustimmung der heutigen Hauptversammlung. Konkret geht es darum, dass sich der Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit 20% am Grundkapital der Lufthansa beteiligt. Und es geht darum, dass ihm ein Umtauschrecht für einen Teil der stillen Einlagen eingeräumt wird. Für die sogenannte stille Einlage 2a und die stille Einlage 2b. Die stille Einlage 2a dient dem Bund als Übernahmeschutz. So kann der WSF seine Beteiligung auf 25% plus eine Aktie erhöhen, falls sich ein anderer Investor gegen die Interessen des Bundes eine Übernahme der Gesellschaft versuchen sollte. Die stille Einlage 2b sichert die Zinszahlung. Das Umtauschrecht für diese stille Einlage kommt nur dann zum Tragen, wenn die Lufthansa ihren finanziellen Verpflichtungen aus der stillen Einlage 1 nicht nachkommen sollte. Sowohl für die Kapitalerhöhung, die für die Aktienbeteiligung notwendig ist, als auch für die Einräumung des Umtauschrechts soll das Bezugsrecht für die Aktionäre ausgeschlossen werden. Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa AG sehen diesen Ausschluss des Bezugsrechts als geeignet, erforderlich und verhältnismäßig an. Das gilt auch für den vereinbarten Ausgabebetrag von 2,56 Euro je Aktie, beziehungsweise bei der Umwandlung der stillen Einlage für die dort vereinbarten Ausgabebeträge. Wir haben diese Einschätzung bereits im Vorfeld der außerordentlichen Hauptversammlung detailliert begründet.
Einen ausführlichen Bericht dazu konnten Sie online auf den Internetseiten der Gesellschaft einsehen. Ich möchte hier trotzdem noch einmal kurz auf unsere Beweggründe eingehen. Die Corona-Pandemie hat unser operatives Geschäft fast vollständig zum Erliegen gebracht. Insbesondere die Erlöse aus dem Passagierverkehr sind massiv eingebrochen. Bereits gebuchte Flüge mussten unseren Kunden zum Großteil wieder stornieren. Die Neubuchungen gingen auf einen Bruchteil des normalen Volumens zurück. Und auch heute ist eine schnelle Erholung nicht absehbar. Im Gegenteil, wir wissen, dass sich die Folgen aus dieser Krise noch Jahre negativ auf unser Geschäft auswirken werden. Nach allem, was wir heute absehen und kalkulieren können, brauchen wir Fremdkapital und Eigenkapital in Höhe von insgesamt 9 Milliarden Euro, um diese Krise erfolgreich bewältigen zu können. Nur durch Eigenmittel können wir unseren Liquiditätsbedarf in diesem Geschäftsjahr nicht decken. Wir haben mit verschiedenen Banken und Kapitalgebern verhandelt. Zwar ist es uns gelungen, in diesem Jahr mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten und Kreditlinien 1,6 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufzunehmen. Das reicht aber bei weitem für eine nachhaltige Finanzierung nicht aus, wie uns in verschiedenen Gutachten auch bestätigt wurde. Mit anderen Worten, der Kapitalmarkt kann uns trotz unseres Ratings in dieser notwendigen Dimension nicht helfen. Ebenso wenig stehen uns derzeit andere Formen der Fremdfinanzierung offen. Daher, so die traurige Wahrheit, wird uns ohne das Stabilisierungspaket die juristische Zahlungsfähigkeit drohen. Das vorliegende Stabilisierungspaket der Bundesregierung ist das Ergebnis langer und intensiver Verhandlungen. Und ich danke allen Beteiligten, seitens der Bundesregierung ebenso wie der Lufthansa, für die professionellen Gespräche. Wir haben uns vehement für die Interessen unserer Kunden, Mitarbeiter und der Aktionäre von Ihnen stark gemacht. Auch Alternativen haben wir intensiv geprüft und immer wieder weitere Optionen vorgeschlagen. Wir haben die Struktur des Pakets mit allen Beteiligten diskutiert und die einzelnen Bestandteile, Konditionen und Auflagen hart verhandelt. Auch die Möglichkeit einer Insolvenz mussten wir in unsere Überlegungen einbeziehen. Grundsätzlich sind wir auf diesen Fall vorbereitet und haben Vorkehrungen getroffen, unter anderem, um ein Grounding zu verhindern. Wir bleiben jedoch dabei. Wir wollen eine Insolvenz mit all ihren Folgen unbedingt vermeiden. Denn eine Insolvenz der Lufthansa, auch in der Sonderform des Schutzschirmverfahrens, hätte für Sie, meine Damen und Herren, den nahezu vollständigen Verlust Ihres Aktienkapitals zur Folge. Außerdem birgt diese Variante auch für unsere Mitarbeiter, unsere Marke und den Zusammenhalt der Gruppe erhebliche Risiken. Wenn wir Sie heute um Ihre Zustimmung zu der Aktienbeteiligung und den Umtauschrechten für die stillen Einlagen 2a und 2b bitten, dann appellieren wir damit auch an Ihre Solidarität, um Ihren ganz persönlichen Beitrag zur Stabilisierung unserer Lufthansa. Denn uns ist bewusst, wir bitten Sie damit auch um die Zustimmung zur Verbesserung Ihres Anteils am Unternehmen. Dennoch sind wir davon überzeugt, das Stabilisierungspaket ist die beste Option für alle Stakeholder, für unsere Kunden, Mitarbeiter und natürlich auch für Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre. Es sichert unsere Solvenz in dieser Krise. Es erhält unsere Zukunftsperspektive und unseren Verbund als Airline und Aviation Gruppe. Und es schützt unsere strategische und operative Eigenständigkeit. Außerdem sieht die Vereinbarung vor, dass sich der Staat als Aktionär wieder zurückzieht, sobald wir die knapp 6 Milliarden Euro an stillen Einlagen samt Zinsen zurückgezahlt haben. Uns ist bewusst, eine Unterstützungsmaßnahme, insbesondere in dieser Höhe, ist keine Selbstverständlichkeit. Der Betrag von 9 Milliarden Euro ist mit einer klaren Verantwortung verbunden. Der Verantwortung, dieses Geld schnellstmöglich wie vereinbart an den Steuerzahler zurückzuzahlen. Ich spreche für 138.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, wenn ich sage, wir sind dankbar, dass uns der Staat eine Zukunftsperspektive gibt. Und wir sind dankbar,
dass die Rettung unseres Unternehmens parteiübergreifend breit unterstützt wurde. Die Politik weiß um den Wert ihrer Lufthansa für die Exportnation Deutschland. Aber ebenso um die Bedeutung der Lufthansa Group für Europa. Gemeinsam mit der Bundesregierung muss es unser Ziel sein, unsere Spitzenposition im globalen Luftverkehr zu verteidigen. Als europäische Airline-Gruppe wollen wir auch in Zukunft die Länder Europas miteinander und Europa mit der Welt verbinden. Wir wollen weiterhin unseren Beitrag zur europäischen Exportstärke und einer leistungsstarken Luftverkehrsinfrastruktur leisten. Das Stabilisierungspaket ist der Schlüssel für unsere Zukunft. Basierend auf Marktanalysen und unserem Geschäftsplan haben wir einen Kapitalbedarf von 9 Milliarden Euro. Die Summe ist die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Rolle im globalen Wettbewerb auch weiterhin spielen können und dass wir unsere Flotten auch weiterhin modernisieren können, gerade auch zum Schutz der Umwelt. Ich wiederhole hier gern die Formel, die ich schon bei der vergangenen Hauptversammlung im Mai angesprochen habe. Zukunftsfähigkeit ist Wettbewerbsfähigkeit plus Investitionsfähigkeit. Gleichzeitig ist klar, das Stabilisierungspaket ist kein Geschenk. Wir werden für die Rückzahlung bis zum letzten Cent hart arbeiten müssen. Die Zinsen aus diesem Paket werden zusammen mit der Tilgung der Kredite und der Rückführung der Einlagen für uns eine enorme Belastung. Selbst in guten Zeiten können wir diese Mehrbelastung aus unseren freien Mittelzuflüssen nicht leisten. In Corona-Zeiten und den zu erwartenden Nachwirkungen der folgenden Jahre zwingt uns diese Belastung umso mehr zu entschlossenen Maßnahmen. Wir benötigen in allen Konzernbereichen umfassende Restrukturierungsmaßnahmen. Auch schmerzhafte Sparmaßnahmen, die die Personalkosten spürbar senken, werden wir umsetzen müssen. Das ist für uns als Dienstleistungsunternehmen eine besonders schwierige Aufgabe. Denn die Lufthansa Group lebt von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind stolz auf unser einzigartiges Team und den Spirit, der dieses Team ausmacht. Wir spüren und tragen als Unternehmen unsere Verantwortung für all diese Menschen. Mit unseren drei deutschen Gewerkschaften Verdi, Vereinigung Cockpit und UFO haben wir uns da in den vergangenen Wochen zu schwierigen, intensiven, aber unumgänglichen Verhandlungen von Krisenvereinbarungen getroffen. Mit der Kabinengewerkschaft UFO sind wir dabei am weitesten gekommen. Wir konnten heute Nacht einen Abschluss verkünden, der eine Absenkung der Personalstückkosten bei Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern der Lufthansa um knapp 17% für den Zeitraum der Krise vorsieht. Mit der Vereinigung Cockpit sind wir auf einem guten Wege, eine Krisenvereinbarung in ähnlicher Größenordnung abzuschließen. Enttäuschender verlaufen dagegen die Gespräche mit der Gewerkschaft Verdi. Hier muss es unbedingt Fortschritte geben, damit wir den Personalüberhang am Boden nicht vollständig durch Stellenstreichung und in letzter Konsequenz durch betriebsbedingte Kündigungen abbauen müssen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einige Sätze zum größten Wert jeder Airline sagen, Ihren Kunden. Viele unserer Kunden sind in diesen Tagen enttäuscht und verärgert, weil die Rückzahlung ihrer stornierten Tickets nur sehr langsam vorangeht. Ich kann mich hierfür nur erneut ausdrücklich entschuldigen. Ich versichere Ihnen, jeder Kunde, der seinen Ticketpreis erstattet haben möchte, erhält sein Geld zurück. Wir haben unsere Ressourcen dafür deutlich erhöht, weil wir in spätestens 6 Wochen den Rückzahlungsstau abgearbeitet haben. Doch wir erfahren durch unsere Kunden auch viel Unterstützung und große Treue. Viele freuen sich, jetzt Stück für Stück ihre Reisefreiheit zurückzugewinnen und endlich wieder fliegen zu können. Deshalb arbeiten wir unermüdlich daran, unseren Kunden so schnell wie möglich wieder die gewohnte Qualität anbieten zu können. Das gilt sowohl für unser Streckennetz als auch für unseren Service an Bord und am Boden. Wir nehmen die aktuellen Sorgen unserer Kunden ernst. So haben wir unter anderem Hygienemaßnahmen über die gesamte Reisekette verstärkt. Und wir bieten Kunden auf europäische Strecken als erste und einzige Airline-Gruppe mit dem neuen und innovativen Angebot Bring Me Home eine gesicherte und zuverlässige Rückkehr. Meine Damen und Herren, ich hatte es im Mai schon angekündigt. Zu einem New Normal nach der Krise werden wir nach Analysen unseres Branchenverbandes IATA wohl erst in 3 Jahren kommen. Frühestens. Wir werden dann eine kleinere Lufthansa Group sein, mit ungefähr 100 Flugzeugen weniger in der Flotte und einer deutlich schlankeren Struktur. Dennoch, es wird eine Lufthansa Group sein, deren Qualitäts- und Serviceanspruch unverändert hoch ist.
die dann hoffentlich schon wieder vollständig private Lufthansa wird in dieser Krise agiler und effizienter. Und es wird eine Lufthansa Group sein, die ihre Position als führende europäische Airline-Gruppe verteidigt. Dies wird allerdings nur dann gelingen, wenn sie uns mit ihrer Zustimmung zu den Stabilisierungsmaßnahmen, die zur Beschlussfassung vorliegen, heute eine Perspektive geben. Ich bitte Sie, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sich gemeinsam mit Ihrer Stimme für die Zukunft des Unternehmens einzusetzen. Ich bin fest davon überzeugt, unser großartiges Unternehmen mit seinen außergewöhnlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird auch weiterhin global erfolgreich sein und Sie nicht enttäuschen. Gemeinsam führen wir die Lufthansa in eine erfolgreiche Zukunft. Wir haben große Aufgaben vor uns. Mit Ihrer Zustimmung können und werden wir sie entschlossen angehen. Vielen Dank. Bleiben Sie uns gewogen. So, meine Damen und Herren, Carsten Spohr, der Vorstandschef der Lufthansa, am Ende dieses Jahr, wahrscheinlich dann doch denkwürdigen Tages. Also die Hauptversammlung ist noch nicht vorbei, aber der öffentliche Teil damit und für uns natürlich der wichtigste Teil. Denkwürdiger Tag für die Lufthansa, das sogenannte Rettungspaket der Bundesregierung ist damit erstmal zumindest in trockenen Tüchern. Lassen Sie uns darüber sprechen mit Rüdiger Kiani-Kress von der Wirtschaftswoche Luftfahrtexperte. Schön, dass Sie hier sind. Schön, hier zu sein. Herr Kiani-Kress, also dieses Paket, schlüsseln Sie es uns auf. Wie viel zahlen Sie und ich als Steuerzahler nun für die Rettung der Lufthansa? Wie der Ökonom immer sagt, das kommt darauf an. Es gibt einen festen Betrag, das sind die Aktien. Das ist ein relativ kleiner Betrag. Der Rest sind Kredite, die die Lufthansa abrufen kann, wie sie sie braucht. Das heißt, wenn sie das Gefühl hat, sie brauchen sehr viel Geld, dann wird der komplette Betrag von bis zu 9 Milliarden aus Deutschland. Und, das dürfen wir nicht vergessen, es gibt ja noch Geld aus den anderen Lufthansa-Heimatländern, also der Schweiz, Österreich und Belgien, da können es bis zu 11 Milliarden werden. Und das kommt eben darauf an, brauchen Sie es, dann ziehen Sie es ab und hinterher muss es natürlich auch wieder zurückgezahlt werden. Ist es so, nur um diesen Teil abzuarbeiten, dass möglicherweise der Bunter, oder dass die Wahrscheinlichkeit aus Ihrer Sicht hoch oder niedrig ist, dass der Bunter sogar Gewinn machen kann? Weil er kriegt ja, haben wir gelernt, die Aktien zu einem sehr günstigen Kurs, 2,56 Euro, glaube ich, wenn ich eben aufgepasst habe. Der Kurs heute ist, klar, gab auch einen Kurssprung über 10 Euro, das ist das Vierfache. Also machen wir da vielleicht am Ende wir Steuerzahler Gewinn? Vielleicht bei den Aktien ein bisschen, aber mehr noch bei dem Kredit. Denn der wird ja verzinst. Und je länger die Lufthansa sich Zeit lässt, ihn zurückzuzahlen, umso höher steigt der Zinssatz. Das können also bis zu 8% werden. Und gucken Sie mal eine Geldanlage, die im Augenblick 8% abwirft. Das ist ordentlich. Absolut. Macht diese Rettung denn grundsätzlich aus Ihrer Sicht Sinn? Es gibt ja hier und da Kritik, unter anderem auch von den Grünen, die sagen, man hätte hier deutlich stärker mit der Lufthansa verhandeln müssen, dass man eben auch den Umweltschutz für die Zukunft stärker in den Fokus nimmt und dass das eben verpasst wurde. Andere sagen, gerade die Arbeitsplätze hätte man noch viel stärker, den Arbeitsplatzschutz noch verhandeln können. Wie sehen Sie es? Das ist sicherlich alles richtig, aber wir müssen uns ja Folgendes vorstellen. Die Lufthansa hat zu hohe Kosten. Die muss sie abbauen. Und alles, was wir ihr jetzt noch an politischen Kosten da drauf packen, muss sie anderweitig abbauen. Das heißt, je mehr Vorschriften wir machen, umso schwieriger wird es, das Ziel, gesünder und wettbewerbsfähiger zu bleiben, zu erreichen. Das heißt nicht, dass man das aufgibt, aber ist eben die Frage, ob man das gleich am Anfang einsteuert oder dann, wenn die Lufthansa es sich leisten kann. Das ist, glaube ich, das Erstrebenswerte. Muss der Staat denn ein Unternehmen wie die Lufthansa retten oder hätte aus Ihrer Sicht als Beobachter der Staat auch gut daran getan zu sagen, nein, wenn die Lufthansa eben sich nicht retten kann, dann ist das so. Der Beitrag der Lufthansa besteht ja nicht nur daran, dass die in Deutschland 100.000 Menschen beschäftigen, sondern die schaffen eine Verbindung in den Rest der Welt. Das heißt, wir sind eine Exportnation und da ist es immer gut, wenn wir eine Airline haben, die an unseren exportorientierten Unternehmen entlang den Flugplan baut und da auch hinfliegt und auch guckt, wie kommen wir dahin, wie kommen wir zurück. Und das ist ein Beitrag, der ginge eben weg. Und diese Vernetzung ist eben, glaube ich, das Wichtige, was gerade ein Land wie unseres braucht. Gucken wir mal in die Zukunft. Wir haben gestern Abend noch eine Verhandlung gehabt von Lufthansa mit der Gewerkschaft der Flugbegleiter, UFO. Man hat sich geeinigt, hat offenbar festgestellt, dass eben die nächsten 4 Jahre festgelegt, nächsten vier Jahre Kündigungsschutz besteht. Es darf also keiner gekündigt werden bis Ende 2023. Im Gegenzug wird eine 500 Millionen Euro
eingespart. Dann haben wir Herrn Spohr eben gehört, der gesagt hat, wir sind auch mit Cockpit, mit der Pilotengewerkschaft in guten Gesprächen. Was kommt da aus Ihrer Sicht für die nächsten Jahre auf die Mitarbeiter, 138.000 weltweit, zu? Das ist eine relativ simple Rechnung. Wenn bis zu 20% weniger geflogen wird, braucht man auch bis zu 20% weniger Personal. Das wären etwa 30.000 Mitarbeiter. So, jetzt kann man sich halt überlegen, wenn die Kosten eben auch entsprechend sinken sollen, dann kann man entweder die Leute rausschmeißen oder die kriegen weniger Geld. Das ist bei den Piloten, salopp gesagt, etwas einfacher, weil deren Gehälter höher sind. Bei den einfachen Beschäftigten, die teilweise 1600, 1800 Euro im Monat kriegen, den können sie nicht 20% wegnehmen. Also ist das so ein Mischding. Aber es muss eben, müssen die Kosten runtergehen, weil sonst hat die Lufthansa eben wenig Chancen, sich im Wettbewerb zu wehren. Mhm. Nochmal die Frage, also was heißt das aus Ihrer Sicht für die Mitarbeiter? Rechnen Sie damit, dass tatsächlich am Ende die Lufthansa dann in ein paar Jahren eben nicht mehr 138.000, sondern weit unter 100.000 hat? Glauben Sie, dass eben dann doch Entlassungen die Folge sind, weil die Lufthansa vielleicht auch zu dick, zu viel, zu bauchig aufgestellt ist, auch gerade im Vergleich zu Wettbewerbern? Es gibt ja neben der offenen Entlassung, gibt es ja zum einen die natürliche Fluktuation, also Leute, die in Rente gehen oder woanders was machen. Viele werden das jetzt vielleicht auch nutzen, weil sie sagen, ich habe in anderen Branchen mit meinen Fähigkeiten als Flugbegleiter, Gastgeber sozusagen, eine bessere Chance. Und das Zweite ist natürlich einfach, dass man guckt über freiwilliges Kündigen. Das heißt, die Leute, die bleiben wollen, sich das dann eben vergolden lassen, wie man so schön sagt. Das sind zwar alles keine riesigen Beträge, aber über Abfindung kann man diese Zahl nach oben bringen. Aber nochmal, es muss halt die Arbeitskosten und die Arbeitsbelastung muss runtergehen. Und das bedeutet, entweder die Leute arbeiten weniger oder weniger Leute arbeiten. Hm. Und die Möglichkeit haben sie und dazwischen wird, glaube ich, gespielt. Als wir eben die Hauptversammlung zusammengeschaut haben, da haben Sie noch so einen kleinen Satz gesagt, eigentlich werden noch zu wenige entlassen, wenn man das rechnet, wenn man es ausrechnet. Wenn man es streng rechnet und Sie sagen, wir haben im Augenblick 30% weniger im nächsten Jahr an Verkehr und im nächsten Jahr dann im Jahr danach 20%. Das heißt ja, Sie müssten 10-15% der Belegschaft mitschleppen, die Sie bis dahin nicht brauchen. So, und die, da müssen sie sich halt irgendwie drum kümmern. Und da ist das so, eine Übergangsregelung ist eben ganz gut. Aber streng genommen müsste, wenn sie 30% weniger Verkehr haben und für jedes Flugzeug 100 Arbeitsplätze haben, dann sind sie halt bei 20.000, 30.000 Jobs, die im Augenblick nicht benötigt werden. Und die eben so noch nicht angekündigt wurden, die ab. Ja, die wurden angedeutet, aber das ist eben natürlich auch vor der Verhandlung. In dem Augenblick, wo eben die Arbeitskosten sinken und die Leute nur 80% arbeiten, dann können eben auch 20% mehr Leute bleiben, um dann wieder auf diese 100% zu kommen. Weiten wir mal den Blick, gucken wir mal auf Wettbewerber. Wie geht es denn den anderen Airlines, also KLM, Air France, den amerikanischen Airlines, American Airlines, Boeing etc., Boeing als Hersteller, ist nochmal eine andere Nummer, aber den anderen Fluglinien? Denen geht es eigentlich im Prinzip genauso schlecht, nur haben natürlich die Amerikaner dank des großen Binnenmarktes mehr Möglichkeiten zu fliegen, ohne an Reisewarnungen oder Reiseverbote zu kommen. Das sehen wir auch in China. China ist zum Teil, es gibt Flughäfen, die haben schon wieder 60% der Passagiere, die sie vor der Krise hatten. Da geht das schneller. In Deutschland ist es eben so, dass die Auslandsmärkte weggefallen sind. Deshalb geht es denen im Prinzip schlechter, den etablierten Fluglinien. Anders bei den Billigfliegern. Die fliegen eben kurze Strecken und können flexibler reagieren. Und die wollen eben schon im Sommer teilweise 50% ihres Programms wieder auflegen. Okay. Deshalb trifft die Krise eigentlich zunächst härter, aber dann können sie schneller wieder hochfahren und können zu Gewinnern werden. Das führt mich eigentlich zu der Frage an sich, nämlich die Frage, was ist eigentlich mit dem Flugmarkt an sich? Wie wird er sich verändern durch diese Krise? Erwarten Sie, dass weniger geflogen wird, genauso wie ja viele Airlines, die eben davon ausgehen, sie brauchen weniger Flugzeuge? Heißt das, dass tatsächlich viele Flugzeuge abgeschaltet werden? Wer kauft die da? Kommen möglicherweise neue Player auf den Markt? Wird Fliegen grundsätzlich vielleicht teurer für uns Verbraucher? Können wir sowieso davon ausgehen, dass manche Strecken nicht mehr so angeboten werden wie bisher? Also das ist eigentlich eine Vielzahl. Ja, zu allem. Also wir sehen ja schon, dass Teile stillgelegt werden. Die Lufthansa hat zwei Töchter bereits stillgelegt. British Airways hat eine Tochter stillgelegt und es wird auch noch weitere Pleiten geben. Andere wachsen weniger oder kommen langsamer wieder zurück. Das heißt, das ist so eine Art stille Konsolidierung. Das Zweite ist, wenn wir höhere Kosten draufpacken, weil wir sagen, wir wollen nachhaltiger fliegen, und wollen weniger Billigtickets haben. Das heißt, dann geht auch der Preis ein bisschen nach oben. Das drückt es weiter. Und bei den Flugzeugen, streng genommen, braucht man jetzt ein paar Jahre lang eigentlich keine neuen Flugzeuge, weil jede Fluglinie kann angesichts des niedrigen Spritpreises
mit den alten Fliegern gleich zu den gleichen Kosten fast operieren wie, wenn man die Kapitalkosten und den Verbrauch zusammenrechnet, den neuen Flugzeugen. Also es wird sich langsam nach oben drehen und es wird vielleicht weniger Geschäftsreisen geben, aber der touristische Verkehr kommt eben eher zurück, weil wir glauben, die meisten fliegen ja innerhalb Europas ans Mittelmeer. Und das ist halt früher und gefahrloser möglich als eine Langstrecke, wo eben mehr Geschäftsreisende auch sind. Und das wird also ein etwas anderer Mix sein. Schlechte Nachrichten auf jeden Fall für die Flugzeughersteller wie Airbus und Boeing. Wenn ich Ihnen richtig zuhöre, kommen wir noch einmal zum Kunden, also zu uns selbst. Diejenigen, die jetzt zum Beispiel Flugtickets noch haben von Lufthansa, von Eurowings, von Töchtern wie Brussels Airlines, Swiss, Austrian, die vielleicht bisher ihr Geld noch nicht zurückbekommen haben. Womit rechnen Sie jetzt? Geht das möglicherweise jetzt schneller, weil Lufthansa jetzt weiß, okay, Geld ist in der Hinterhand? Es wird, das hat er ja gerade versprochen, Herr Spohr, dass das eben passiert. Sie haben das eben auch ein bisschen künstlich verknappt. Man hätte früher zurückzahlen können, automatisch, wenn man es gewollt hätte. Aber andererseits, wenn Sie als Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten und nicht wissen, wann kriegen Sie neues, frisches Geld, dann müssen Sie natürlich gucken, dass Sie das Geld behalten. Weil es hilft ja nichts, wenn viele Kunden ihr Geld zurück haben und die Lufthansa hinterher kein Geld mehr hat und pleite geht. Mhm. Herr Klei, der Aufsichtsratschef, hat eben gesagt, wir haben kein Geld mehr. War das jetzt sozusagen 30 Sekunden vor 12 als Abschluss? Ja, 30 nicht, aber es war relativ kurz davor. Der korrekte Satz hätte gelautet, wir werden bald kein Geld mehr haben, wenn wir jetzt nicht das und das machen. Und das ist halt einfach. Sie sehen es auch daran, Sie haben die Lufthansa hat die Gehälter schon mal etwas früher ausgezahlt, damit es erst gar keine Diskussion gibt um diesen unsicheren Beschluss der Hauptversammlung, kommt jetzt das Geld oder nicht, damit eben auch eine Beruhigung da ist. Aber bei der Luftfahrt ist in dem Augenblick, wo sie fliegen, wollen die Flughäfen, die wollen ihren Sprit bezahlt haben, die wollen die Abfertigung bezahlt haben. Die Flugzeugbesitzer wollen auch sozusagen eine Leasinggebühr haben. Und da geht es relativ schnell mit dem Geld zu Ende. Und das kann eben gerade in der Hochsaison, wo viel angeboten wird und noch nicht alle Tickets wieder auch abgeflogen werden, die da sind, es sind ja auch viele Flugzeuge leer, kann eben schnell das Geld ausgehen. Da wäre die Insolvenz nicht mehr weit gewesen, wie wir sie heute, den Absolut. Antrag zumindest, die Ankündigung auch bei Wirecard gehört Absolut. Haben. In diesem Sinne, Rüdiger Kiani-Kress, Luftfahrtexperte der Wirtschaftswoche, vielen Dank, dass Sie hier waren und uns all diese Aspekte mal aufgedröselt haben. Gerne, danke.